Hey Leute, na, wie ist euch? So, nächstes Produkt. Slash, jetzt kommen vier Laptops hintereinander. Einmal von Mama, einmal von mir, einmal von Björn und einmal nochmal von mir. Das ist mein zweites Laptop. Zeige ich euch dann. Oder mein aktuelles Laptop. Das heißt, jetzt kommt Mama sein Laptop, dann kommt mein altes Laptop und so weiter und so fort. Freut euch. Sie mal seinen Laptop, kommentiert über, wenn ihr mal die Produkte, slash mir die technischen Details geschickt hat, slash den Namen. Technische Daten kann ich das selbst rausgoogeln, dann aussuchen. Und ja, suche ich halt mir alles selbst zusammen. Kleine Bilder wären halt schön und ruhig deine Meinung dazu. Kannst du ja selbst dazu ein kleines Video dazu aufnehmen, wenn du willst. Können eigentlich viele machen. Ich werde vielleicht, wenn ich die nächste Serie aufnehme, mal was einrichten, dafür extra eine E-Mail. Wer möchte, dass ich eure Technik halt vorstelle? Ist egal welche Technik, stellt ruhig vor, was ihr wollt, wie ihr wollt. Ihr müsst mir natürlich Namen, Produktname sagen, was es ist. Und technische Details kann ich dann selbst raussuchen und vorlesen, wenn ihr wollt. Ihr könnt das auch selbst so ein bisschen machen. Seid da ein bisschen flexibel. Und ihr müsst bedenken, seid höflich im Internet, weil ihr kommt dann natürlich auch im Video, ist ja klar. Aber das will ich bis zum nächsten Mal vorbereiten. Da habe ich bis jetzt noch nichts vorbereitet. Vielleicht, wenn das Video raus ist, habe ich was vorbereitet. Ich weiß es noch nicht. Werdet ihr ja dann sehen. Und auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Es wird sein, dieses Mal von der Mama habe ich ihr so ein bisschen gegeben oder geschenkt. Haben wir von eBay Kleinanzeigen, haben wir das abgekauft, weil ich wollte unbedingt für ihr was drauf machen. Erkläre ich euch gleich alles. Noch was Cooles wiederum, dass ich das kann. Es ist ein Lenovo G700. Bester Name für dieses Mal aktuell. Da drinnen steckt ein Intel Core i5 der 3230M. Der kann bis zu 2,6 GHz. Das Technik-Chart stehen ja alle hier. Da drinnen steckt auch noch ein Nvidia GT720. Das ist keine Windows 11 Unterstützung, kleiner Tipp an euch. Die 700er Serie oder 7000er Serie, ne, 700er Serie geht leider nicht mehr auf Windows 11. Schade, das heißt, ich habe aber trotzdem so oder so was anderes hier drauf gemacht. Hat halt nur 2 GB Arbeitsspeicher von Nvidia Seite aus. Hat als Arbeitsspeicher 4 GB DDR3. Da drinnen steckt eine SSD, ich weiß gar nicht mehr wie viel, ich glaube mal nur 240 GB SSD, ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Ist ein 17 Zoll Display, das heißt, ich habe ihn schon ein bisschen aufgerüstet, aber nur ein bisschen. Hat ein HDMI, USB 3.0, USB 2.0 und ein SD-Kartenlesegerät. Das heißt eigentlich mega cool mit der Kartenlesegerät. Finde ich das auch. Hat auch noch DVD-Dinge. Das Produkt werde ich nur so euch vorstellen. Foto werde ich euch nochmal so extra zeigen oder extra machen. Freut euch. Dann wird 16 GB kann das Maximum mit dem Arbeitsspeicher. DDR3 habe ich ja schon gesagt. Ist ein okayes Display. Ist nichts Weltbewegendes. Ich nutze den ja auch anders als darauf war früher, wenn oder wo es mal ausgeliefert worden ist für jede Windows 8 drauf gewesen in der 64 GB Variante. Ich habe darauf aber Google Chrome oder Chrome OS hier drauf installiert, weil ich glaube, die Mama kennt sich nicht so gut mit Windows aus, deswegen hatte ich mir, kommt direkt Chrome OS. Chrome OS ist eigentlich einfach zu bedienen. Man muss halt immer sein Passwort halt eingeben, was natürlich ist halt blöd, aber egal.
Aber da wird euch vielleicht Björn noch ein bisschen erzählt. Mal gucken, wenn er das Video sieht. Björn, wie findest du Cuomo S? Oder Simon, wie findest du Cuomo S? Erzähl mal ruhig unten in den Kommentaren. Das wäre sinnvoll für die Leute, glaube ich, zu wissen. Und ja, war vorher auch noch eine... Okay. War auch mal Teil einer 2013er Office-Session, die hier drauf mal gewesen. Oder wo das mal auf, ausgeliefert worden ist. Hat halt natürlich Bluetooth, ein Mikrofon, WLAN, LAN, hat die ganzen anderen Sachen. Was meine aktuelle nicht hat, aber das erzähle ich euch in den nächsten 3 Wochen. Freut euch schon mal. Ist ein gutes Gerät, ein Einsteigergerät, nenne ich es auch mal ganz gerne. Und ja, das war's eigentlich mit dem Video, mit den technischen Details dazu. Ich würde sagen, gebt einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, abonniert auch Simon ruhig, abonniert meine ganzen Kanäle. Geht ruhig auch mal auf Twitch, da bin ich immer mal live, mit für meinen Hauptkanal, für die Videos. Gerade habe ich, glaube ich, eine Sommerpause. Ich weiß es gerade nicht, weil Tuss ist natürlich eine Sommerpause, habe ich. Und dann beginnt wieder die neue Saison, wo ich noch mehr hier an diesem Setup bin. Und jo, freut euch schon mal darauf. Gebt den Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und ciao.